Nee, das sind jetzt die Bilder von der getanzten Mathematik. Vielleicht können Sie da auch Ja, kurz was zu sagen. was Sie sehen die Schüler, die erstmal die Zahlen einfach vorstellen. Das ist gezählt von 1 bis 20. Ein Grund, warum wir das auch so mit Tanz machen, ist, was für ein Verständnis passiert bei Schülern, wenn sie das Analytische, also das mathematisch-analytische Denken mit dem Kreativen, mit dem